Ein kurzes Vorwort zum Video, das jetzt gleich losgeht. Ich war die letzten paar Tage im Urlaub, und zwar wirklich im Urlaub und nicht im Urlaub. Heißt, es ging jetzt nicht primär ums Fotografieren, sondern eigentlich eher darum, eine gemütliche Zeit zu haben, wobei natürlich ganz ohne Fotografieren es nicht ging. Allerdings habe ich mir nicht so den Stress gemacht, unbedingt das Knallerfoto zu machen. Ich habe ein paar Vorhaben gehabt und manches davon hat funktioniert, manches nicht. Dazu dann auch gleich ein Video, das in 7 kleine Episoden unterteilt ist, von allem, was dabei, Pflanzen, Tiere, Landschaften, mal minimalistisch, mal weniger minimalistisch, mal bunt, mal schwarz-weiß, also ein bunter Mischmasch an Impressionen, die ich die letzten Tage so gesammelt habe. Viel Spaß! Thank you.
Die Nacht war kalt und frostig, aber ich meine, dieser Ausblick hier, Sonnenaufgang mit Mont Blanc, das ist es einfach wert, eindeutig. Und ich habe den ganzen Sonnenaufgang, wobei eigentlich ist gerade immer noch Sonnenaufgang. Jedenfalls, ich habe den ganzen Anfang des Sonnenaufgangs damit verbracht, zu fotografieren, hauptsächlich Details, weil die Vegetation hier oben ist noch nicht so weit ist, dass sich irgendwie ein hübscher Vordergrund anbietet. Und was eigentlich eh krass ist, ist es Anfang Juni. Und dafür ist es eigentlich schon ziemlich grün. Also das hat schon was. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Kann man auch anders sehen wahrscheinlich. Ist jedenfalls ein sehr genialer Vormittag bisher. Und ich werde dann jetzt, wenn die Sonne hier hinten vorbei scheint, irgendwann hoffentlich in der Ecke hier oben meine Zelte abbrechen. Wobei, ich habe kein Zelt dabei gehabt, aber egal. Und dann mal schauen, ob ich hier unten in dem Bereich noch Steinböcke entdecken kann. Gestern waren dort welche. Mal schauen, ob ich jetzt Glück habe, dass sie ein bisschen näher sind, weil gestern waren sie sehr weit weg. Also mal schauen, vielleicht kriege ich auch noch mal ein Steinbockfoto. Wäre ganz nett. Ils sont tout marqués. Ja, das habe ich gehört, als ich runtergegangen bin, so gemütlich. Da haben sich zwei Leute unterhalten über die Steinböcke. Sie sind alle markiert. Und man erkennt das hier auch auf diesen Videoaufnahmen, die ich gemacht habe, schon bei dem hier ein bisschen besser. Es ist nicht gerade subtil, die Markierung, wobei hier erkennt man bloß das Band, das hier oben heißt. Aber in Wirklichkeit haben sie eine riesige Plakette noch dazu. Und es war jetzt fotografisch gesehen nicht sonderlich toll. Allerdings auch nicht wirklich schlimm, weil zumindest habe ich dann gewusst, dass ich hier nicht mehr bei richtig gutem Licht hin muss, um meine Steinbockfotos zu machen, weil die Markierung fand ich schon so ein bisschen ablenkend und störend für den natürlichen Eindruck. Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen gehabt, dass ich so einen kleinen Steinbock in großer Landschaft fotografiere, an der richtigen Stelle, zum Beispiel hier in der Landschaft, und das hätte, glaube ich, richtig gut ausgesehen. Das sind allerdings auch solche Fotos, bei denen man seinem Glück irgendwie ein bisschen auf die Sprünge helfen muss, indem man einfach sehr oft an solchen Stellen unterwegs ist. Aber man muss ja auch noch Vorhaben für andere Ausflüge haben. Ich habe dann einfach ein Foto von der Landschaft gemacht, die auch eigentlich zu recht vorgerückter Stunde, wobei, was heißt vorgerückte Stunde, ich glaube, es war erst 6:30 morgens, noch ziemlich gut aussah. Also jetzt mal abgesehen vom Frauenschuh, den ich am Anfang vom Video ja schon gezeigt habe, hätte ich hier, glaube ich, mehrere Wochen verbringen können, um die ganzen Orchideen zu fotografieren, die ich gesehen habe. Frauenschuh, schwerbürtiges Waldvöglein, weißes Waldvöglein, rotes Waldvöglein, Mückenhändelwurz, stattliches Knabenkraut, geflecktes Knabenkraut, breitblättiges Knabenkraut, Holunderknabenkraut, braunrote Stendelwurz, breitblättige Stendelwurz, Fliegenragwurz, weiße Waldhyazinthe, Vogelnestwurz, weiße Hösswurz, Zwergorchis und Korallenwurz. Fotografisch habe ich aber dann nur noch abseits vom Frauenschuh die Korallenwurz fotografiert, die ich nämlich vorher noch gar nicht gesehen habe. Ist auch eine sehr interessante Pflanze. Ziemlich klein, ziemlich unscheinbar und jetzt auch nicht unbedingt sehr fotogen, aber weil ich sie halt noch nicht gesehen habe vorher, habe ich sie fotografiert. Interessant ist die Orchidee vor allem auch deswegen, weil sie ihr ganzes Leben lang auf einen Pilz angewiesen ist, der sie mit Nährstoffen versorgt, weil sie das allein nicht kann, genau wie die Vogelnestwurz. Ist immer wieder spannend, dass es sowas gibt. Und damit zum nächsten Punkt, geht natürlich auch nicht ohne Murmeltiere, wenn man in Alpen ist. Auch wenn das jetzt fotografisch gesehen vielleicht nicht besonders war, aber Spaß gemacht hat's.